So, hallo Leute, neue Folge GTA 5. Letztes Mal hatten wir hier aufgehört mit so einer Transportmission. Dieses Mal geht's hier weiter mit Trevor auf dem selbst gekauften Flughafen hier mal, oder was auch immer das ist, nochmal Hangar oder so. Und wir schauen gerade mal, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen wieder hierhin, dahin oder. Dahin. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Okay, so. Schauen wir mal, wie wir mit der Steuerung klarkommen. Das ist jetzt 2 Wochen her, die letzte Aufnahme. Wir haben jetzt zum Glück hier gerade so ein tolles Auto irgendwo mitgenommen. Deswegen, das lässt sich ziemlich gut fahren, muss ich auch mal sagen. So. Ah! Und das lässt sich immer noch gut fahren, sehr schön. Ich hab schon Angst gehabt, dass jetzt irgendwie so ein Reifen verklemmt ist oder sowas. Weil ich hier reingerammt bin in den. Ah, Überholmanöver in der Kurve. So. Immer schön die Spur halten. Wir fahren jetzt wie anständige Leute. Moment, ein bisschen zu weit. Egal. So, nichts rammen. Sagen wir mal, nichts rammen, die sind noch alles okay. So. Gut, kein Gegenverkehr. Doch, da. Oh nein, das ist kein Gegenverkehr. Das ist bloß auf der eigenen Spur Verkehr. Aber jetzt gibt's eben Gegenverkehr. Aber gar kein Problem. Für unsere Fahrkünste, wie man gerade sieht. Gar kein Problem. So. Überholmanöver direkt von rechts aus. Oh, jetzt. Niemand kann es mehr überholen. Oh. Moment, falsch abgebogen. Jetzt. Jetzt sind wir richtig. Hier kann man einen Hügel hochfahren. Oh, das war ein hoher Flug. Ich glaube, es bringt einem nicht so viel, da hochzufahren, kann das sein. Nee, so viel bringt es einem wirklich nicht. Nur, dass das Auto jetzt ein bisschen komisch aussieht. Wenn man da am Rand rumfährt, dann vibriert es mal so komisch. Voll übertrieben. Moment, wie kann man nochmal hupen? So, im linken Stick drücken, genau. Sehr schön. Ah, ich hätte auch mal kurz auf die Gegenspur wechseln können. Aber nee, komm. Da schrotten wir nur noch unser Auto. So wie jetzt gerade zum Beispiel. Egal, komm. Gegenspur. Gegenspur. So. Müssen wir irgendwo runter? Nee, noch alles. Alles in Butter noch. Jetzt nicht mehr so. Mist. Keine gute Idee. Da habe ich nicht mal dran gedacht, dass man da ja rein theoretisch nochmal neu anfangen könnte. Oder müsste, wenn man auf die Gegenspur fährt. Das ist jetzt nicht so toll. Schauen wir mal, wo wir starten. Bei welchem Krankenhaus? Aha, bei dem hier. Bei dem sind wir, glaube ich, noch nie gestartet. Ja gut. Schauen wir mal, ob wir wieder ein tolles Auto finden. Hatte ich nicht tolles Auto gesagt? Idiot.
Ja, komm, nimm mir mal das hier, meine Güte. Ja gut, dann fahren wir jetzt mit dem hier zum Ziel. Okay, okay. Ist ja nicht mal ganz so toll wie das andere Auto. Aber damit halten wir wenigstens mehr aus. Hoffe ich jetzt mal. Nein. Oh. Ich möchte die Spur halten. Das ist bei dem Auto nämlich nicht mal ganz so einfach wie beim anderen. Ja, immer schon Schlangenlinien durch die... Nein! Was soll denn das? Das soll vielleicht mal blinken, wie wär's mal? In GTA 4 haben die Autos geblinkt, hier blinken sie glaube ich nicht mehr. Ja komm, lass uns halt liegen. Man könnte es zwar vielleicht noch umdrehen, aber das Auto ist überhaupt nicht gut. Ja, hol dich lieber noch ein besseres Auto. Besseres Auto? Irgendwo. Das ist, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen besser als das, was wir gerade hatten. Vielleicht ein bisschen schneller und wendiger. Jetzt haben wir noch einen Stern. Herzlichen Glückwunsch. Egal, komm. Ja, es ist eigentlich ein bisschen schneller. Sind ja fast da. Das heißt aber noch nicht, dass das Auto nicht scheiße ist. Oh, und da, hier links ist es jetzt, oder wie? Ach da. Toll. Ist es verschwunden, weil ich mit Polizeiverfolgung da war? Moment mal, war das überhaupt der richtige Punkt? Gibt's irgendwie nicht mehr. Dann nehmen wir mal den Punkt hier. So. Okay, Planänderung. Nehmen wir einfach den anderen Punkt und fahren da jetzt hin. Am besten links hupt man, genau. So. Können wir mal Kurve gut nehmen? Nein, das war zu früh. Premium eingepackt. Oh, was war das Taxi da? Das ist da besser. Ich glaube, ich habe noch nie ein Taxi genommen und damit rumgefahren. Moment, ich will nicht so das Taxi. Ich will. Oh Gott, ich will im Taxi. Ich wollte das Taxi nicht klauen und nicht. Ja geil, komm, dann nehmen wir halt wieder das hier. Bevor wir hier wieder einen Stand bekommen. Wir müssen eh hier geradeaus, irgendwie, plötzlich. Egal. Oh Mann, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass hier das eine geniale Rennen war mit Franklin? Oder? Nee, mein Franklin wohnt hier, genau. So ist es. Okay, auch gut. Sag mal, warum sind überall Sachen, die man nicht umfahren kann? Oh, jetzt kommen wir hoffentlich mal zu unserem ersten Auftrag. Jetzt sind wir bis jetzt nur rumgefahren, diese Folge, oder? Vielleicht sogar schon die letzten zwei Folgen. Nee, die Folge endet jetzt, glaube ich, jetzt gleich sofort. Also, das heißt, eine komplette Folge nur rumfahren. In der nächsten Folge gibt es ja wieder Mission. Ja. Ja, ich schon drauf freuen. So. Ah. Was ist das für ein Auto? Ich glaube, ich nehme mal eins von denen da, weil ich weiß nicht, ob ich bei der Mission jetzt irgendwo ein gutes Auto brauche oder so. Wer weiß, wer weiß. Plötzlich hast du plötzlich Verfolger D und D und hast du nur den Schrottkarre da rumstehen oder so. Ja, das fühlt sich schon ein bisschen besser an beim Fahren.